Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Planet Base. Folge Nummer 11. Ich glaube, es ist Folge Nummer 11. Wir haben ja in der letzten Folge hier, glaube ich, angefangen, Waffen zu bauen. Ja, es ist schon eine Woche her oder so. Achso, wir sind noch hier mit dem Kerl am Handeln. Der gibt uns, glaube ich, eine Menge Kohle dafür. War, glaube ich, ein ziemlich guter Deal. Wir haben auch genug Bioplastik und tatsächlich, ja, Metall ist nicht so viel, aber es ist ein bisschen was, ne? So. Hier wird das ganze Zeug hergestellt. Essen haben wir auch jetzt wie Sand am Meer. Das ist wunderbar. Wunderbar. Mir wurde gesagt, ich soll doch hier erstmal das Ding ausbauen, bevor ich eine neue Kantine baue. Aber, warum? Kann auch trotzdem eine neue machen, nicht? Warte mal, wir gucken mal, ob wir hier... Wurde mir nämlich gesagt, ich kriege hier drei große Tische rein und irgendwie drei Verarbeiter, keine Ahnung, hier so Dinger. Müssen wir mal gucken, wie wir das hier rein platzieren sollen. Hier kann zum Beispiel so einer noch hin. Dann kann hier auch noch einer hin. Dann kann der hier weg. Der hier kann dann auch weg. So, dann können wir theoretisch hier noch einen kleinen Tisch hinmachen. Oder? Eigentlich müsste das ja passen, ne? Aber irgendwie auch nicht so. Komm, dann lassen wir noch den einen Wasserspender hier. So, haben wir drei Wasserspender, passt schon. Haben jetzt auf jeden Fall einen Tisch mehr. Und dann ist gut. So, ne, haben wir gar nicht. Den haben wir ja vorher weggemacht. Ach, egal. Ist mir doch egal. So. Hier haben wir auf jeden Fall genug Platz drinne. Wie sieht denn das so generell energietechnisch eigentlich? Ja, eigentlich sieht es ganz gut aus, ne? Der ist am Abbauen. Ja, das ist... Ist halt so. Ich wollte mal gucken, ob wir Landerlaubnis, Händlerbesucher. So, hier haben wir die maximale Produktion. Das Ding muss doch nur noch gebaut werden hier, oder nicht? Benötigt Technologien, ja. Das wäre das nächste, wo wir uns mal ein bisschen drum kümmern müssen, dass wir so Technologien bekommen, ne? Aber wir lassen das Ding mal hier ein bisschen beschleunigt laufen. Bis zum nächsten Tag. Also Energie sieht sehr gut aus. Wir sind voll da bei der Energie. So, was haben wir denn hier? Ein Kolonieschiff mit zwei neuen Leutchen. Ja, guten Tag, ne? So, das war ein Ingenieur tatsächlich, ne? Jawohl. Wunderbar, wunderbar. So, Halbleiter werden produziert, das ist gut. Und daraus werden dann wieder Bots gemacht. Das ist auch gut. Ja, nicht so schlecht. Hier fehlt einer an dem Kontrollsitz, oder? Teleskopfunkkonsole. Sicherheitskontrolle. Ah, jetzt ist einer dran, ne? 40%. Brauchen wir dann noch einen von... Kann das sein? Gute Frage. Was sagt denn unser Lager? 89%, 81%. Oh, wir brauchen ein neues Lager. So, was haben wir hier? Kolonieschiff mit einmal einer Ingenieurin und einem Biologen. Gunnar. Gunnar ist am Start. Sehr schön. Tag, Gunnar. Grüß dich. So, das heißt, wir müssen uns jetzt entweder ein neues Lager bauen oder wir müssen Zeug loswerden. Das schaffen wir aber nur, indem wir handeln. Und das schaffen wir nur, indem wir Schiffe bekommen. Und das schaffen wir nur, indem wir jetzt noch so einen Raumhafen bauen. So, ich will noch so einen Raumhafen haben und wir bauen ihn jetzt. Punkt. So. Überall verbinden. Besser ist das.
Würde ich sagen, machen wir den, ne? Haben wir denn noch zwei Eisen? Hm. 28 Tage leben wir schon hier. Klasse. So, machen wir mal ein bisschen schneller und dann gucken wir mal. Bei dem Raumhafen sollten dann ja theoretisch auch größere Schiffe kommen, oder? Kann das sein? Bin mir nicht so ganz sicher. Es könnte tatsächlich hinkommen. So. Also die Bots, die brauchen echt lange, um gebaut zu werden. Weil dann kommen die immer nur und dann gehen die mal wieder und dann geht's mal weiter und dann hören sie mal wieder auf und... Weiß ich auch nicht. Schon mysteriös. Oh, wer ist da? Immer Kolonieschiff. Drei neue Leute. Drei neue Leute. Biologin. Biologe. Biologe. Einmal Satz Biologen. Warte mal, wir hatten das, glaube ich, auch hochgestellt, ne? Kurz nachgucken. Nein, hier war es nicht. Hier war es auch nicht. Gab's gleich. Hier war es doch. So, machen wir das nämlich runter. Ingenieure. Arbeiter aktuell 20. Machen wir mal so. So. Vielleicht auch 5% noch Wachen dabei. Frage ist, Besucher können wir nur freischalten. Landerlaubnis für kurzzeitige Besucher. Benutzer nutzen die Dienste der Basis und zahlen dafür. Benötigt Raumhafen. Alles klar. Das heißt, sobald wir den haben, bekommen wir Besucher und die lassen uns Geld dafür da, dass sie hier beispielsweise essen oder auf den Pott gehen. Richtig? Ich glaube schon. Wenn ich mich nicht irre. Müsste das glatt so sein. So, die Betten sind wahrscheinlich alle belegt. Gehe ich mal von aus. Ne, geht noch. Geht noch. Alles gut. Mhm. Hallo. Ich mag das irgendwie. So. Sieht das denn so mit der generellen Zufriedenheit so aus? Eigentlich gut, ne? Die Laune von den Leuten ist jetzt nicht schlecht. So, Spielmenü, Schnellspeichern, Tabellen, Tortenfleisch, Gemüse, Kolonisten, steigend, Energiespeicher, ja. Oh. Eieiei. Mir nicht so. So, wie viel fehlt denn da noch? Da fehlen noch vier. Noch vier Eisen. Wir können ja theoretisch die Mine mal mit Vollstoff arbeiten lassen, ne? Auch wenn mir gesagt wurde, ich soll das nicht machen, aber ist mir egal. Ich mach das. So einfach ist das. Ich mache noch ein bisschen Arznei. Das können wir jetzt eigentlich auch runterdrehen mittlerweile wieder, ne? So, machen wir das nämlich runter. Weil wir haben 9 Arznei. Die Schränke sind fast alle voll. Hier fehlen nur 3. Dann passt das. So, Energie ist voll dabei, voll am Start. Sehr schön. So, Kolonieschiff. Wer kommt? Hallo, eine Wache, ein Sanitäter und noch ein Sanitäter? Ja, zwei Sanitäter. Zweimal Sanitäter. Eigentlich haben wir doch gar nicht so viele, oder? So viel, wir haben doch nur eine kleine poplige Krankenstation. Warum haben wir so viele Sanitäter? Muss mal kurz gucken.
Wo war das denn jetzt? Bin ich blöd? Ach, hier. Können wir eigentlich auf 10% setzen? Weil wir haben da jetzt nicht so viel Bedarf. Da würde ich lieber den noch einen hochsetzen. Hey, was ist das? So wollte ich es haben. Ja. Ein bisschen mehr Ingenieure, weil die sind hier wichtig zum Bauen. Oder? Benötigt Betrieben von Arbeitern. Ne, so viele Ingenieure brauchen wir ja gar nicht, ne? Warte mal, dann machen wir Ingenieure raus. Ach, jetzt weiß ich auch, wie man das durchschaltet. Ah, alles klar. Ist der, man muss alles testen. Okay. Gut. Wie weit sind wir? Da kommt ein Handelsschiff, das ist gut. Drei Metall brauchen wir noch. Drei. So. Guten Tag, Herr. Ich bin gerade da ausgestiegen. Daniel Willey. Wie viel? 50 Kommission. Hast du einen Schatten? Du kranker Verrückter. Der hat jetzt aber auch nichts, was mich irgendwie reizen würde, ne? Ist zwar ein bisschen Geld da, aber mit 50 Kommission. Nö. Tschüss. Hau rein. Irgendwas Besseres vorbei. Gut. Will, dass der Raumhafen fertig wird. Hätte gern Besucher. Ein Geld. Ich habe das Gefühl, wir brauchen echt einen neuen Lagerplatz. Bar, Aufbereitung, Bühne, Sauerstoff, Lager. So, wenn dann immer hier das ganz, ganz Große. So, fertig. Kann gebaut werden. Hat Zeit. Den machen wir mal hier priorisieren. So, wen haben wir denn hier? Arbeiter. Also man erkennt das auch an der Farbe. Blau ist Arbeiter und gelb ist dann... Ja, was ist denn gelb? Ingenieurin. Okay. Schön, schön. So. Wir haben übrigens einen Roboter dabei bekommen. Das ist auch cool. Aber es fehlt tatsächlich an Metall. Es fehlt an Metall. Um hier schnell Zeug zu bekommen. Ah, mal gucken. Mal gucken. So, die bringen das schon rüber. Ey, die sollen das Metall hier oben hinbringen. Das ist wichtiger. Okay, das ist schon fertig. Das muss nur noch gebaut werden. Sehr schön. Ist hier gerade was eingeschlagen? Freundchen. Meteoritenabfanglaser. Steht keine Gefahr von Gewittern auf diesem Planeten. Achso, Wegweiser, ja. Strukturen wurden gebaut. So, Raumhafen. Alles klar, das heißt, wir können jetzt auch einstellen, dass wir Besucher kommen lassen wollen. Was haben wir denn hier? Eine Wache? Das sind zwei Wachen, richtig? Ne, zwei Arbeiter. Und eine Wache. Ja, alles klar, ne? So, dann können jetzt auch Besucher kommen. Sehr schön. Schön, sehr schön, sehr schön. Lager ist irgendwie immer voll. Ich glaube, wir haben einfach zu wenig Erz. Teilweise ist da kein Erz in der Maschine. Teilweise auch Erz drin, steht einfach keiner davor. Das soll es auch geben. Ich frage mich immer, weißt du, da oben steht die ganze Zeit so ein Metall oder so hast du auf Lager und dann schmeißen die dir hier mal eben 10 Stück hin. Sehr kurios, aber es scheint zu funktionieren. So, wir haben übrigens einen Speicher leer gefahren über Nacht, so wie es aussieht. Können wir mal nachgucken. Aber das müsste dann hier sein, ne? So, Wasserspeicher ist... Das interessiert... Hä? O2, Sauerstoffgleichgewicht.
Warte mal. Oh, wir haben zu viele Leute. Wir haben nur generierten Sauerstoff für... Wir haben mittlerweile 66 Leute. Oh, wir brauchen einen Sauerstoffgenerator. Uiuiui. Eieieiei, das ist natürlich... Hätte auch schief gehen können. Okay, dann müssen wir den jetzt hier priorisieren. Das muss priorisiert werden. Das Ding muss jetzt hier gebastelt sein. Zügig. Okay, das ist natürlich echt kacke, ne? Jetzt haben wir hier nämlich teilweise schon... Fahren wir hier den Sauerstoff echt runter. 20... 20 Grad in den Schlafräumen. Wird's kritisch dann, ne? So, hier. 19... Wurde ja gesagt, man soll die Sauerstoffgeneratoren immer an die Dings dran machen. An die Schlafräume, aber... 65 Kommission, du Lappen. Was hast du denn hier? Patent für Superextraktor, Wert 200. Zum Handeln klicken, 330. Das ist echt teuer, ne? Aber wir hätten danach einen Superextraktor. Und wer weiß, wann du mal so Patente wieder kriegst, ne? Bohrbot. Zu teuer. Wollen wir uns das teure Patent kaufen? Ich meine, wir hätten hier ein bisschen Geld. Wir können mal gucken, was wir benötigen, um das auszugleichen. Das brauchen wir. Wir machen das jetzt. Ich möchte so ein Patent haben. Wer weiß, wann das nächste Mal einer mit so einem Patent kommt. Wir handeln das jetzt. Auch wenn es echt voll teuer war und ihr mich jetzt hasst dafür. Aber vielleicht muss man in den sauren Apfel beißen, wenn man so Zeug haben will. Superextraktor ist natürlich dann hier die große Version von dem hier, schätze ich mal. Klein, mittel und dann gibt es noch den großen. Naja. Gut, dann, nee, warte mal, dann kannst du... Achso, der fährt dann... Ja, alles klar. Alles klar. So. Vollgas. Und hier, Sauerstoffgenerator bauen. ZZ. Ziemlich zügig. Freunde der Nacht. So, Sandsturm steht kurz bevor. Das, warte mal, jetzt muss ich überlegen. Wie konnte ich jetzt nochmal hier das Ding ausrufen? Deaktivieren Energie, personalisierte Arbeit, Tabellen, Statistik, Sicherheitskontrollen. Alarmstufe gelb, ausgerufen. Wenn Alarmstufe gelb auf der Basis fällt, bleiben alle Kolonisten drin, arbeiten Sanitäter und Wachen länger. War alle Mann rein, ich möchte bitte keine Verletzten. Sauerstoffverbrauch übersteigt Produktion. Fuck. Das ist nicht gut. Das ist absolut nicht gut. So, die hier gehen schon kaputt, oder was? Okay. Sind alle drinne? Das heißt, es kann schon mal niemand mehr verletzt werden. Alter, mach mich nicht irre. So, Sandsturm ist vorbei. Das heißt, wir können hier die Sicherheitsding wieder auf keine Warnung machen. So, jetzt müssen wir natürlich zusehen. Jetzt haben die hier echt mauen Sauerstoff teilweise, ne? So, pass auf. Das ist jetzt hier ein Kolonistenschiff. Der bringt uns... Alter, wie viele Leute... Okay. Okay. Der Sauerstoffgenerator muss fertig werden, Leute. Komm. Bitte. Bau das Teil. Wird dunkel. Hm.
Wir werden doch wohl noch ein Metall irgendwo finden, oder? Meine Bioplastik haben wir jetzt wie Sand am Meer hier. Das ist schön. Aber Metall ist irgendwie... Ressource erschöpft, Ersatzteile. Was? Sauerstoff über Patienten über Superextrakt. Achso, Patienten über Superextrakt. Ja, alles klar. Alles klar. Sehr schön. Haben wir das Ding. So, baut. Baut. Eigentlich müssten wir echt Ersatzteile haben, ne? So, wir machen mal hier eine Maschine weg. Bauen dafür eine... ein Eisenmega. So. Dann wird das ja auch noch priorisiert. Dann machen wir langsam. Und dann verabschiede ich mich für heute, denn die Folge ist vorbei und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also macht's gut, haut rein und tschüss.